Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Das ist das Lernvideo Nummer 13 und es geht um Hilberträume. Ich möchte zu Beginn daran erinnern, was wir im letzten Video gemacht haben. Dort ging es um den RD und wir haben auf dem RD das Standard-Skalarprodukt eingeführt. Dieses ordnet zwei Vektoren xy als RD ein Skalar, eine reelle Zahl zu und tut dies mit dieser Funktionsvorschrift. Wir haben dann festgestellt, dass diese Abbildung verschiedene Eigenschaften besitzt und insbesondere bilinear ist. Und was bedeutet das nun, wenn man einen Vektor x festhält? Dann kann man mithilfe des Standard-Skalarproduktes zwei Abbildungen definieren, die von Rd nach R gehen und zum einen einen Vektor y auf x mal y abbilden oder den Vektor y auf y mal x abbilden. Und wir haben dann festgestellt, dass diese beiden Abbildungen lineare Abbildungen sind. Und deshalb nennt man das Standard-Skalarprodukt eben bilinear. Dann eine andere Eigenschaft war die Symmetrie. Und die sagt einfach, dass das Produkt von x mal y dasselbe ist wie das Produkt von y mal x. Und zuletzt hatten wir noch die positive Definitheit betrachtet und diese sagt, ja, das Skalarprodukt von x mit sich selbst ist immer nicht negativ und es ist genau dann 0, wenn der Vektor x 0 ist. Und zuletzt hatten wir dann festgestellt, dass das Standard-Skalarprodukt und die euklidische Norm, die 2-Norm auf Rd, eng miteinander in Verbindung stehen, nämlich wir können die 2-Norm eines Vektors ausrechnen, indem man x mit sich selbst multipliziert und dann die Wurzel nimmt. Ja, und in diesem Lernvideo soll es jetzt darum gehen, den Rd durch einen allgemeinen Vektorraum zu ersetzen. Und wir werden dann auf den Vektorraum, den wir H nennen werden, eine Abbildung definieren, die ganz analoge Eigenschaften hat, wie das Standard-Skalarprodukt auf Rd. Und das wird uns letztlich auf den Begriff des Hilbertraumes führen. Ja, in dieser Definition definieren wir jetzt schon auch das Skalarprodukt und zunächst mal den Prä-Hilbertraum. Dazu braucht man einen Vektorraum, der H genannt ist, H wie Hilbertraum. Und wir betrachten eine Abbildung, die auf dem kartesischen Produkt von H mit sich selbst definiert ist, nach R abbildet. Wir bezeichnen die Abbildung mit dieser Notation. Hier stehen diese Punkte eben für die Vektoren, die man dort eben einsetzen würde in die zwei Komponenten. Und wir nennen so eine Abbildung dann Skalarprodukt, falls diese Abbildung bilinear ist, symmetrisch und positiv definiert. Und das sind ganz analoge Eigenschaften zu denen, die wir gerade eben diskutiert hatten. Wenn wir dann so ein Skalarprodukt haben auf H, dann nennen wir das Paar H mit dem Skalarprodukt einen Prä-Hilbertraum. Ja, wenn wir H gleich Rd setzen und diese Abbildung über das Standard-Skalarprodukt definieren, dann haben wir gerade eben ja schon festgestellt, dass diese Abbildung diese drei Eigenschaften erfüllt. Und damit sehen wir, dass eben Rd mit dem Standard-Skalarprodukt ein Prä-Hilbertraum ist. Und wir werden später sehen, dass es tatsächlich ein Hilbertraum ist, wenn ich Ihnen erkläre, was ein Hilbertraum überhaupt ist. Hier ist noch dazu zu sagen, dass diese Schreibweise für das Skalarprodukt nicht ganz einheitlich ist in der Literatur. Manche schreiben statt eckige Klammern xy beispielsweise solche eckigen Klammern. Oder manchmal wird auch einfach ein Punkt verwendet, auch wenn es sich nicht um das Standard-Skalarprodukt handelt. Und in der linearen Algebra haben Sie vielleicht eine Notation gesehen, wo hier so ein Stern steht. Das werden wir nicht verwenden, denn dieser Stern wird später in weiterführenden Vorlesungen in der Analysis eben für die Faltungsoperation stehen und deshalb wird man nie einen Stern in der Analysis für das Skalarprodukt verwenden. In dieser Vorlesung verwenden wir diese Notation für ein allgemeines Skalarprodukt und wenn wir
über das Standardskalarprodukt auf RD sprechen möchten, verwenden wir Punkt. Ja, wir möchten uns zunächst ein Beispiel für ein Skalarprodukt auf RD ansehen, das nicht mit dem Standardskalarprodukt identisch sein muss. Und dazu wählen wir uns eine Matrix A. Und wenn wir zwei Vektoren xy haben aus RD, dann machen wir Folgendes. Wir wenden erstmal a auf den y-Vektor an, da kommt ein Vektor raus und dann nehmen wir das Standardskalarprodukt mit x. Und auf diese Weise erhalten wir eine Abbildung, die eben den zwei Vektoren eine Relaiszahl zuordnet. Und welche Eigenschaften hat diese Abbildung? Nun, zunächst einmal kann man feststellen, wenn wir für y eine Linearkombination einsetzen, sagen wir lambda y plus z, hier ist also lambda ein Skalar aus R und Y und Z sind Vektoren. Wenn wir das dazu einsetzen, dann steht da erstmal A angewendet auf Lambda mal Y plus Z. Jetzt ist die Abbildung, die einen Vektor auf das Produkt der Matrix A mit dem Vektor abbildet, eine lineare Abbildung. Das können wir hier benutzen. Und wir können dann die Bilinearität des Standardskalarproduktes nutzen, um festzustellen, dass dann eben Lambda mal x Standardskalarprodukt mit AY plus x mal AZ mit dem Standardskalarprodukt dasteht. Und das ist nichts anderes, wenn wir unsere Definition bemühen, wie Lambda mal Skalarprodukt oder Produkt von x mit y plus das Produkt von x mit z. Hier sollte auch noch ein a stehen. Und da haben wir jetzt nachgewiesen, wenn man das von ganz links nach hier rechts liest, dass also diese hier definierte Abbildung in der Komponente linear ist. Und was wir benutzt haben, ist, dass eben a angewendet auf dem Vektor eine lineare Abbildung definiert, von rd nach rd. Und man kann das gleiche Spiel mit der ersten Komponente durchführen und stellt dann fest, aha, diese Abbildung ist eine bilineare Abbildung. Ja, wir wollen jetzt überprüfen, ob unsere Abbildung auch symmetrisch ist. Und wir behaupten, dass sie genau dann symmetrisch ist, wenn die Matrix A symmetrisch ist. Das heißt, wenn A transponiert dasselbe ist wie A. Und okay, wir können das mal nachprüfen. Wir schauen uns erstmal diese Richtung an, nehmen also an, dass unsere Abbildung symmetrisch ist. Und dann muss also gelten, insbesondere für die Standard-Basisvektoren, dass wenn wir EI und EJ einsetzen, dass das gleiche ist, wie wenn wir die Reihenfolge beim Einsetzen vertauschen. Wenn wir jetzt die Definition bemühen, dann sehen wir hier auf der rechten Seite, dass das EJ Standardskalarprodukt mit EI ist, mit AEI ist und das ist nichts anderes als der Eintrag JI der Matrix A. Und auf der linken Seite kriegt man den Eintrag IJ der Matrix A. Und wir haben also gezeigt, weil diese Identität im symmetrischen Fall für beliebige Indizes IJ geben muss, dass dann eben die Matrix A symmetrisch ist. So, die andere Richtung. Hier nehmen wir an, dass die Matrix A symmetrisch ist und dann müssen wir nachweisen, dass wenn wir XY einsetzen in die Abbildung, dasselbe ergibt, rauskommt, wie wenn wir YX in die Abbildung einsetzen. Und wir benutzen einfach wieder die Definition. Wir können durch Transposition die Matrix A auf die andere Seite werfen. Und weil nun A als symmetrisch angenommen wurde, steht hier dann AX mal Y. Und wir dürfen jetzt aufgrund der Symmetrie des Standardskalarproduktes die beiden Vektoren hier vertauschen und dann sehen wir, dass hier nichts anderes steht wie yx in diese Abbildung eingesetzt. Und dann haben wir gezeigt, dass eben diese Abbildung tatsächlich symmetrisch ist. Ja, und zum Schluss beschäftigen wir uns jetzt noch mit der positiven Definitheit. Ja, und unsere Behauptung ist, dass eben die Abbildung positiv definiert ist. Genau dann, wenn diese Matrix A positiv definiert ist. Und das
Kennen Sie aus der linearen Algebra, was das bedeutet? Hier ist es nochmal wiederholt. Positiv definiert bedeutet für die Matrix A, dass eben ein Lambda existiert, ein positives Lambda, sodass x mal ax größer gleich ist als Lambda mal die 2-Norm zum Quadrat von x. Man kann, wenn Sie den Spektralsatz kennen für symmetrische Matrizen, bedeutet diese positive Definitheit nichts anderes, als dass der kleinste Eigenwert von A strikt positiv ist. Ja, es sind hier wieder zwei Richtungen zu zeigen. Es gibt eine einfache Richtung, nämlich die Richtung von rechts nach links, die im Wesentlichen aus der Tatsache folgt, dass die 2-Norm, die euklidische Norm, positiv definiert ist. Wir möchten jetzt deshalb nur uns mit der Richtung von links nach rechts beschäftigen. Und dazu nehmen wir an, dass eben unsere Abbildung positiv definiert ist. Und das bedeutet insbesondere, dass wenn wir hier x einsetzen, immer eine nicht negative Zahl rauskommt. Und wenn wir ein x einsetzen, das ungleich 0 ist, dann kommt eine echt positive Zahl raus. Ja, die Idee des Beweises ist nun, sich eine Funktion anzusehen, die einem x eben diesen Wert zuordnet. Nach Definition ist es gerade dieser Ausdruck. Und wir wollen diese Funktion uns ansehen als eine Funktion auf der Einheitssphäre, der euklidischen Einheitssphäre im RD nach R. Das heißt, das S soll die Menge sein aller Vektoren, deren euklidische Norm gerade 1 ist. Ja, und dann stellt man fest, dass f stetig ist auf RD. Ich muss ja gar nicht sagen, welche Norm ich hier betrachte, weil alle Normen ja äquivalent sind. Man sieht, dass es stetig ist aufgrund der Tatsache, dass man zunächst mal feststellt, dass die Abbildung x nach ax als lineare Abbildung stetig sein muss. Das ist ja im endlich dimensionalen Fall. Und dann, wenn man dieses Standard-Skalarprodukt ausschreibt, stellt man fest, dass es dann einfach Quadrate von Komponenten sind und stellt schnell fest, dass es eben eine stetige Funktion sein muss. Gut. Das ist also eine stetige Funktion. Auf der anderen Seite ist diese Menge s die Einheitssphäre abgeschlossen und beschränkt und damit kompakt. Und daher stellen wir fest, dass das Infimum von f über diese Menge eben angenommen wird. Es gibt also einen Punkt x Stern mit x Stern in s. Also hat dieses f auf s ein Minimum sogar. Und dieser Punkt x Stern, dieser Vektor, hat ja Norm 1, ist also nicht der Nullvektor. Und das bedeutet, da ja f nichts anderes ist als das Quadrat bezüglich unseres vermeintlichen Skalarproduktes, das bedeutet aufgrund dieser Annahme hier, dass f an der Stelle x Stern eben positiv sein muss. Und wenn wir jetzt dieses Infimum mit Lambda bezeichnen, dann ist also dieses Lambda hier eine strikt positive Zahl. Okay, und jetzt können wir, wenn wir einen beliebigen Vektor nehmen, der nicht gerade der Nullvektor ist, feststellen, dass eben x in unsere Abbildung eingesetzt aufgrund der Bilinearität nichts anderes ist als Betrag, eine 2-Norm von x zum Quadrat mal x über Norm von x, x über Norm von x. Und jetzt haben wir hier zwei Vektoren, die in der Einheitssphäre drin liegen. Das heißt, dieser Ausdruck hier ist nichts anderes als f von x über 2-Norm von x und das können wir jetzt nach unten abschätzen durch Lambda. Und wenn wir das tun, dann steht es eben, dass dieser Ausdruck größer gleich ist als Lambda mal die 2-Norm von x zum Quadrat. Und dann haben wir hier nachgewiesen, dass a positiv definiert ist. Ja,
Also, um das dann zusammenzufassen, stellen wir also fest, dass RD zusammen mit dieser bilinearen Abbildung, die eben von der Matrix A abhängt, genau dann ein Prä-Hilbert-Raum ist, wenn A die Matrix A symmetrisch und positiv definiert ist. Ja, das ist beispielsweise der Fall, wenn A die Identitätsmatrix ist, dann ist diese Abbildung, die wir hier definiert haben, gerade das Standardskalarprodukt. Es ist nicht der Fall, wenn A minus die Identität ist. Dann wäre zwar die ersten zwei Punkte erfüllt, diese Abbildung wäre dann bilinear, die wäre auch symmetrisch, aber die wäre nicht positiv definiert. Denn wenn wir für x zum Beispiel den ersten Einheitsvektor einsetzen würden, dann würde auf der linken Seite mit minus der Identität eben minus 1 stehen, während auf der rechten Seite Lambda mal 1 stehen würde. Und diese Abschätzung kann dann nicht für ein Lambda erfüllt sein, das eben strikt positiv ist. Ja, wir hatten ja dann noch festgestellt, dass man mit dem Standard-Skalarprodukt auf RD dann die 2-Norm anders darstellen kann. Und ganz ähnlich ist es jetzt auch in diesem allgemeineren Prä-Hilbert-Raum-Fall. Wenn wir einen Prä-Hilbert-Raum haben, den wir vielleicht besser mit H bezeichnen und nicht mit X, dann ist es so, dass wenn wir in unser Skalarprodukt das X nur einsetzen und dann die Wurzel nehmen, dann kriegen wir auf diese Weise natürlich eine Abbildung, die von H nach R geht. Also jeden Vektor aus dem Prä-Hilbert-Raum eine reelle Zahl zuordnet und man stellt fest, dass diese Abbildung dann eine Norm definiert. Und ja, das folgt sehr unmittelbar aus den Eigenschaften des Skalarproduktes. Und diese Norm erfüllt dann gewisse Ungleichungen und Identitäten, die wir alle auch schon für das Standard-Skalarprodukt nachgewiesen haben. Zum einen gilt die Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Dann haben wir hier so zwei Identitäten, die wie die erste und zweite binomische Formel aussehen. Wir kriegen auch die Polarisationsungleichung. Und wir haben die Parallelogrammungleichung. Das heißt, diese Identitäten und beziehungsweise Abschätzungen, die wir für Standard-Skalarprodukt und die euklidische Norm nachgewiesen haben, gelten im Prä-Hilbert-Raum für das Skalarprodukt des Prä-Hilbert-Raums und die so definierte Norm, die man eben auch dann die induzierte Norm nennt. Ja, wollen wir mal uns das Argument dafür ansehen. Man stellt zunächst mal fest, dass diese Identitäten alle durch direktes Nachrechnen direkt folgen. Da muss man nicht viel nachdenken. Man benutzt immer die Bilinearität des Skalarproduktes und die Definition dieser Norm. Und dann rechnet man einfach drauf los und kann dann diese Identitäten genauso wie für das Standard-Skalarprodukt nachweisen. Das werden wir hier also nicht tun. Es wird vielleicht in der Übung noch besprochen. Was wir jetzt zunächst machen wollen, ist wir wollen nachweisen, dass hierdurch tatsächlich eine Norm definiert wird und dass die Cauchy-Schwarz-Ungleichung gilt. Ja, wir möchten zunächst einmal nachweisen, dass die so definierte Norm tatsächlich absolut homogen ist. Ja, dazu setzen wir mal Lambda mal x mit x-Vektor aus H und Lambda-Skalar in die Norm ein, verwenden die Definition dieser Norm. Und aufgrund der Bilinearität können wir jeweils das Lambda aus diesem Skalarprodukt rausziehen. Dann steht hier Lambda Quadrat mal x und wenn wir die Wurzel ziehen, wird aus dem Lambda Quadrat eben Betrag Lambda und es verbleibt die Wurzel von x mal x und das wäre ja nichts anderes wieder als die Norm. Und dann steht die absolute Homogenität da. Ebenfalls sieht man sehr einfach, dass die Norm positiv definiert ist, denn das folgt direkt aus der positiven Definitheit des Skalarproduktes.
Ja, als nächstes möchten wir die Cauchy-Schwarz-Ungleichung noch beweisen. Und wir werden erstmal mit dem Fall anfangen, dass wir die Cauchy-Schwarz-Ungleichung für zwei Vektoren nachweisen werden, deren Norm 1 ist. Und wir beginnen mit diesen beiden Formeln hier, die so aussehen wie die binomischen Formeln. Und wir stellen erstmal fest, da wir ja schon wissen jetzt, weil wir es nachgerechnet haben, dass die Norm positiv definiert ist, gilt, dass eben 0 kleiner gleich ist als x plus y und dann die Norm zum Quadrat. Und das gleiche gilt auch, wenn wir statt dem Plus ein Minuszeichen hinschreiben. Und jetzt können wir diese zwei Identitäten verwenden. Dann steht hier x Quadrat, die Norm von x zum Quadrat plus bzw. minus zweimal Skalarprodukt von xy plus die Norm von y zum Quadrat. Ja, und wenn wir jetzt verwenden, dass nach Voraussetzung die Normen von x und y 1 sind, dann kann man das hier umschreiben. Dann steht nämlich 2 mal 1 plus minus Skalarprodukt von xy. Und das heißt nichts anderes, weil dieser Ausdruck ja größer gleich 0 ist und wir den durch die positive Zahl 2 teilen können, dass eben der Betrag von x mal y kleiner gleich 1 sein muss. Okay, und das möchten wir jetzt gleich verwenden, um die Cauchy-Schwarz-Ungleichung für allgemeine Vektoren xy nachzuweisen. Zunächst stellt man fest, wenn x oder y 0 ist, dann ist die Abschätzung trivial, weil dann auf der linken Seite wegen der Bilinearität 0 steht und auf der rechten Seite eben auch 0 stehen muss. Das heißt, wir können jetzt uns, wenn wir die Abschätzung nachweisen wollen, auf Vektoren zurückziehen, die ungleich 0 sind. Und dann legen wir einfach los. Wir benutzen die starten mit der linken Seite, benutzen die Bilinearität, um diese zwei Vektoren zu normieren, wie wir es vorher schon gemacht haben. Dann steht hier Norm von x mal Norm von y und dafür steht hier x über die Norm von x mal y über die Norm von y. Das sind jetzt beides normierte Vektoren und wir können diese Abschätzung, die wir nachgewiesen haben, eben schon anwenden und sehen, das ist also kleiner gleich 1 und dann steht hier die Cauchy-Schwarz-Ungleichung schon da. Ja, das Letzte, was wir jetzt noch zeigen müssen, ist die Dreiecksungleichung für die Norm. Bisher hatten wir nur die positive Homogenität, die absolute Homogenität und die positive Definitheit nachgewiesen und auch verwendet in dem Argument. Und zuletzt zeigen wir jetzt die Dreiecksungleichung und die wird mithilfe der Cauchy-Schwarz-Ungleichung gezeigt. Ja, da setzen wir einfach mal x plus y in die Norm zum Quadrat ein. Wir benutzen wieder die binomische Formel. Und dann die Cauchy-Schwarz-Ungleichung. Dann können wir das nach oben abschätzen durch x Quadrat plus 2 mal Norm von x mal Norm von y. Das war also hier die Cauchy-Schwarz-Ungleichung plus die Norm von y zum Quadrat. Und jetzt können wir die binomische Formel auf R anwenden und sehen, die rechte Seite ist ja nichts anderes als x, die Norm von x plus die Norm von y zum Quadrat. Und wenn wir jetzt die Wurzel sehen, dann folgt daraus die Dreiecksungleichung. Dann steht dann x plus y Norm ist kleiner gleich die Norm von x plus die Norm von y. Ja, jetzt kommen wir auch schon zur Definition des Hilbertraumes. Wir haben in dem gerade diskutierten Satz gesehen, dass man mit dem Skalarprodukt eine Norm definieren kann, die induzierte Norm. Und damit ist jeder Prä-Hilbertraum automatisch ein normierter Raum. Und wenn dieser normierte Raum dann vollständig ist, dann nennt man ihn einen Hilbertraum. Das heißt, ein vollständiger Prä-Hilbertraum wird Hilbertraum genannt. Ja, ein Beispiel ist dieses hier. Hier schauen wir uns den RD an und definieren auf RD ein Skalarprodukt mit Hilfe einer Matrix A.
Und wir hatten ja bereits gesehen, wenn die Matrix asymmetrisch und positiv definiert ist, dann ist unsere Abbildung, die ich hier nochmal hinschreiben werde, diese Abbildung definiert dann ein Skalarprodukt. Die induzierte Norm sieht dann eben so aus. Das kann man auch ruhig nochmal ausschreiben. Und der Satz von gerade eben sagte eben dann, dass damit RD zusammen mit dieser Norm ein normierter Raum ist. Und weil der RD endlich dimensional ist, ist er automatisch dann auch vollständig. Und damit haben wir hier mit einem Hilbertraum. Auch der RD mit dem Standardskalarprodukt ist vollständig und damit ein Hilbertraum. Ja, wir haben gesehen, dass jeder Prä-Hilbertraum ein normierter Raum ist. Man kann sich nun die Frage stellen, wenn ich einen normierten Raum habe, kann ich dann ein Skalarprodukt finden, sodass das Skalarprodukt und die Norm zusammenpassen. Mit anderen Worten, wenn ich mit einem normierten Raum starte, kann ich ein Skalarprodukt finden, sodass eben ich die Norm wie bisher mit Hilfe des Skalarproduktes ausdrücken kann. Und man stellt fest, das ist nicht immer möglich und man hat eine Charakterisierung, wann das möglich ist. Und das steht hier in diesem Lemma. Wenn man einen normierten Raum hat und die Parallelogrammgleichung gilt, die schreibe ich jetzt hier nochmal hin, dann nimmt man also das Quadrat von x plus y plus das Quadrat von x minus y und das soll dasselbe sein wie zweimal das Quadrat von der Norm von x plus, plus das Quadrat der Norm von y. Das war die Parallelogrammgleichung. Und wenn also unser normierter Raum die Eigenschaft hat, dass für alle Vektoren xy diese Parallelogrammgleichung gilt, dann wird auf diese Art und Weise zunächst mal eine Abbildung definiert, die von x Kreuz x nach r geht. Und man kann dann nachrechnen, dass die Abbildung eben ein Skalarprodukt ist. Und andererseits hatten wir gesehen, dass in jedem Hilbertraum die induzierte Norm diese Parallelogrammungleichung erfüllt. Das heißt, die Parallelogrammungleichung charakterisiert, wann ein normierter Raum ein Hilbertraum ist. Ja, der Beweis dieses Lemmas ist nicht kompliziert, es ist eine mittellange Rechnung und das machen Sie in der Übung. Man kann nun dieses Lemma verwenden, um zu überprüfen, ob denn zum Beispiel unser RD mit den P-Normen Hilberträume sind. Und dann stellt man fest, dass eben die P-Norm auf RD nur dann die Parallelogrammgleichung erfüllen, wenn der Exponent p 2 ist. Also nur die euklidische Norm erfüllt die Parallelogrammgleichung. Und das ist relativ einfach, das nachzurechnen. Man setzt einfach geeignete Vektoren in die Parallelogrammgleichung ein. Zum Beispiel funktioniert das, wenn wir für x e1 nehmen und für y e2. Wenn wir das mal hier ausrechnen, dann steht hier also die p-Norm des Vektors 1, 1. Und hier steht die p-Norm des Vektors 1, 1. Und das kann man ausrechnen. Da muss man also 1 hoch p plus 1 hoch p rechnen. Das ist 2. Und dann die p, die Wurzel. Das ist 2 hoch 1 über p. Und dann das Quadrat. Das ist also 2 hoch 2 über p. Und hier hat man das Gleiche. Das heißt, wir kriegen insgesamt diesen Wert hier heraus. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt uns das ansehen, dann wissen wir, diese beiden Vektoren, die sind auch normiert bezüglich der p-Norm. Das heißt, hier dieser Ausdruck ist 1, dieser Ausdruck ist 1. Und dann steht hier 2 mal 2 und das ist 4. Und man stellt fest, dass diese Zahl hier gleich 4 ist, genau dann, wenn p eben 2 ist. Das heißt, unterm RD ausgestattet mit den p-Normen, ist nur die 2-Norm ein Hilbertraum.
Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Lernvideos. Im nächsten Lernvideo wird es darum gehen, mit Hilfe des Skalarproduktes Winkel einzuführen und den Begriff der Orthogonalität. Bis zum nächsten Mal.